Also wir haben gewisse Planungsleistungen gemacht, haben gemeinsam das immer mit dem Verein auch abgestimmt. Und um es kurz zu machen, haben dann im Rahmen der Dorferneuerung auch die Anträge gestellt, dann zu sagen, gut, hier Kofinanzierung ist gesichert, lass uns hier das draus machen. Und der Verein hat sich, wie gesagt, stark eingebracht mit vielen Leuten. Und Endeffekt ist jetzt, dass wir vor, wie lange ist jetzt her, Monat? Nee, schon länger her. Wann haben wir den Bescheid gekriegt, besonders gesagt gekriegt, dass es nicht kommt? Knapp vor den Ferien kriege ich von dann die Information von der GLL, also von, wie heißen sie jetzt, hier, also NLGN, man merkt sich ja langsam nicht mehr. Göttingen, die, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten, muss man sagen. Haben wir die Nachricht gekriegt, dass also noch keine Entscheidung getroffen werden kann. Die können es gar nicht prüfen, den Antrag, weil sie noch nicht die alten, ab 2009 mussten sie erst nacharbeiten, noch abrechnen mit der EU, sonst müssen sie zurückzahlen, hätten zu wenig Personal und würde nicht kommen. Ich sag mal, gut, man mag jetzt die Gründe akzeptieren oder nicht. Ich kann sie in Teilen verstehen, aus Sicht einer Behörde, wenn die keine Leute haben, können sie nicht machen. Es geht uns ja nicht anders. Nur, das Problem ist natürlich, deswegen will ich es hier auch nochmal ansprechen, wir versauen uns damit natürlich das Engagement der Bevölkerung. Hier haben sich ganz, ganz viele wirklich intensivst engagiert für diese Geschichte, haben nachgedacht, geplant und gemacht und getan. Und am Ende dann kriegen sie gesagt, wisst ihr, da gibt es nichts. Nicht nur für dieses Projekt, sondern auch für alle anderen Projekte. Auch die Privatprojekte, ein Privatmann, der jetzt sagt, ja, ich verändere mein Haus, mache da was entsprechend der Regularien, ist nicht. Nicht nur bei uns in Osterol, sondern auch in Pölde, in anderen, wir alle Bürgermeister aus der Region haben schon geschrieben entsprechend, Eisdorf. Überall ist das Ding, ist da die Bremse drin. Wie gesagt, ich habe gewisses Verständnis dafür, aus der politischen Sicht heraus, dass man Geld sparen muss, dass man manche Dinge erstmal sicherlich abwickeln muss. Nur, wenn ich natürlich so umgehe mit der Bevölkerung in den einzelnen Ortschaften, die sowas machen, dann darf ich mich nicht wundern, wenn da Politikverdrossenheit hoch 10 dann herrscht irgendwann. Ne? Wir kriegen es erstmal auf den Deckel, bis man rauskriegt, dass wir überhaupt schuld dran sind. Denn wir haben unseren Part gemacht, haben sogar viel mehr gemacht, als wir eigentlich dürfen, schon, um nicht da vorzeitige Maßnahmenbeginn draus zu machen. Ne? Aber das ist im Moment ein Riesenproblem, was das flache Land vor allen Dingen betrifft, wo Dorferneuerung betrieben wird. Ne? Ja, normalerweise, Robertus, bist du da total verkehrt Ansprechpartner. Ja. Hier müsste die CDU stehen. Die streicht nämlich die Gelder. Und alles andere ist uninteressant. Und es wäre mir lieber, wenn jetzt hier alle von der CDU, wir könnten mal richtig unseren Frust auf den ablassen, aber wir lassen eben den Frust immer nur auf die SPD ab. Und die hat überhaupt nichts damit zu tun. Der Bund hat 100 Millionen gestrichen. Daran hat sich das Land angeschlossen. Und die Leute hier vor Ort, die sind so engagiert, nicht nur bei uns im Ort, und die werden dann enttäuscht. Die stehen dann da, dann sagen die wieder, jetzt gerade vor der Kommunal, waren ihr Politiker, ihr bringt es ja sowieso nicht. Was ihr macht, ist eh Mist, ihr versprecht und dann kommt nichts mehr raus. Dass das aber von einer anderen Partei kommt, das begreifen die meisten überhaupt nicht. Deswegen, ne? Ich kann mir das lieber vorstellen, weil solche Geschichten kenne ich aus meinem Wahlkreis auch. Genau was dieses Programm Dorferneuerung betrifft. Das ist verdammt wichtig, gerade in Regionen, die im Strukturwandel sind, die was mit Alterungsprozessen zu tun haben. Und gerade was den Harz betrifft, heißt es ja immer, wir müssen ordentlich was tun, damit wir im Wettbewerb von anderen Standorten Lebensqualität haben für die eigene Bevölkerung und eben für Touristen. Also kurzum, ich kann mir lebhaft vorstellen, dass sozusagen das Ganze sich erstmal am Bürgermeister abrechnet, obwohl derjenige, der das mit Kraft unterstützt hat und wahrscheinlich sich auch rausgehängt hat und gesagt, jetzt kommen die Bagger und wir legen los. Und dann erlebt man, dass so eine Behörde einem in den Nacken fällt. Die Mitarbeiter muss man da in Schutz nehmen. Und jetzt muss man gucken, dass man sich kümmern kann. Ich habe mit eurem Landtagsabgeordneten, mit Karl-Heinz Hausmann, darüber gesprochen. Das ist ja einer, der den da auch richtig im Nacken sitzt, der da nachhorcht, was ist mit den Anträgen. Und wir müssen jetzt mal unterscheiden. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Ganze ja noch nicht gestorben. Das Geld von euch ist da. Gestorben ist es nicht. Euer Geld ist da. Es geht um die Kofinanzierung. Es gibt eine Unsicherheit dadurch, dass der Bund insgesamt den Ansatz zurückgefahren hat und das Land eben auch. Und die Behörde sagt, glaube ich, wir haben jetzt nicht genug Personal gehabt, den Antrag zu bearbeiten. Wir schieben es. Die spannende Frage, die man jetzt rausbekommen müsste, bis wann? So, und deshalb, und was wird dann? Insofern, im Moment steht, sagen wir, Ende September ist gesagt worden, Ende September. Nur, ich muss sagen, man verliert langsam tatsächlich auch den Glauben. Und ich kann auch verstehen, wenn dann viele Bürgerinnen und Bürger sagen, ich verliere den Glauben daran, weil ihr habt uns gesagt, bis dann wird das was. Wurde aber nicht. Und jetzt sagen, gut, wir haben die Aussage, wobei er von der GLL auch nur sagen kann, der Brinker kann auch nur sagen, Mensch, das ist meine Information im Moment, dass es Ende September was wird. Und dann
geht es ja überhaupt erstmal los. Denn dann können wir erst echte Planungsleistung vorstellen, machen. Dass trotz des Mittelansatzes, der ja kurz ist, dieses Projekt nicht die schlechtesten Chancen hat, weil es eine gemeinnützige Veranstaltung ist und nicht das, was man im privaten Bereich auch in der Dorferneuerung hat laufen lassen. Das ist sozusagen das Fund, mit dem ihr da wuchern könnt. Wir stehen auf hoher Priorität, hat man uns gesagt.